verbinden darf. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz am Spiel. Diakano Sieg, Robert Dörr, Diakano Sieg gegen FC Dynamo, 4:1, Sieg, ein Sieg für den Diakano. Herzlich willkommen, ich habe einen Kurzschutz. Wenn ich richtig bin, als Gästetrainer, das ganze Wort mit dem Sieg ist der DRK jetzt an BFC vorbei gerutscht. Dominante erste Halbzeit, dann von unserem Team, der zweite Halbzeit war es dann noch ein Start. Was ist denn noch? Ja, ich sehe es so, also wir haben, es ist ja mal einfach, dass man dann so spielt und auf seiner Mannschaft zu trampeln wirklich gegen die Schuld zu geben. Wir haben heute eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gezeigt. Und ich sage, extra auch wir. Ich muss auch ganz klar sagen, ich denke, ich habe es als Trainer nicht geschafft, meiner Mannschaft den zweiten Platz schmackhaft zu machen. Seitdem wir oben nicht mehr reingekommen sind und das Pokalfinale erreicht haben, spielen wir eher mittelprächtig. Und das muss man ganz klar sagen, das habe ich nicht geschafft. Also das ist halt in dieser Liga so, du bist entweder der Erste oder Pokalsieger. Aber was dazwischen passiert ist, ist schwierig. Ne? Ob du dann Zweiter, Dritter, Vierter bist, interessiert letztlich keine Sau. Und das ist, das ist nicht schön. Also wir gucken auch nicht gerne solche Spiele an. Aber wie gesagt, wir werden das analysieren. In der zweiten Halbzeit, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt, das hat man gesehen. Sie haben versucht, das wieder zurückzukommen ins Spiel. Wir haben dann das Tor gemacht, aber auch vernünftig gespielt. Haben dann auch erst leider angefangen, die Dinge umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Das heißt, Spieleröffnung und Spiel gegen den Ball, das haben wir uns schon anders vorgestellt, von Anfang an. Ja, und dann mit dem letzten Tor, wo wir dort den Fehler machen, wobei ich da auch, wie gesagt, keinen Vorwurf, der Junge, der hat 3 Monate nicht gespielt, der war schwer verletzt gewesen und dann braucht man halt in der Zeit, um wieder reinzukommen. Und deswegen, wie gesagt, kein Vorwurf, aber mit diesem Tor war das Ding natürlich erledigt und wir haben schon den Gegner, haben sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, sie waren giftig, griffig, waren aggressiver, auch gegen den Ball, den Umschaltverhalten, alles im Sprint. Und muss man sagen, hat der Trainer tolle Arbeit geleistet und deswegen steht die Mannschaft auch zu Recht jetzt vor uns. Und wie gesagt, von meiner Seite aus auch die ganze Saison mit dieser jungen Mannschaft. So ein Ergebnis zu erzielen, ist schon aller Ehren wert. Die spielt sehr gut Fußball und jetzt wünsche ich ihm viel Glück beim Fußball lieber Hergang. Aber ich denke, so wie er hier ist, arbeitet, denke ich, kann er sich auch schon als Fußballlehrer bezeichnen. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Markus Blauer, du siehst das ein bisschen anders mit zweiter oder dritter Platz, interessiert keine Sau, was der BRK zuletzt hier an den Spielen hingelegt hat, war für den Zuschauer sehr. Und ich wollte aber auch noch eine fantastische Stimmung, wie so die Entwicklung in den letzten Spielen und dann eben auch die heutige Partie mit der frühen Vorentscheidung. Ja, also erstmal danke an den René für die Worte. Bin ich dankbar für. Ich hatte auch viel zu lernen, ja, aber ich will jetzt den Fokus ganz klar auf unsere Mannschaft geben. Arbeit des Trainers ist eine Sache, aber die Mannschaft muss auch mitziehen. Und wir haben, das habe ich den Jungs auch gerade draußen gesagt, haben es geschafft, einen Kader zu haben, dass egal wer auf dem Platz ist, und alle haben gespielt, alle, auch von Anfang an, die nicht mal eingewechselt, sondern alle haben Verantwortung übernommen. Und genau das haben wir geschafft, dass alle von der Qualität her gleich sind. Egal, wer man einwechselt, wer von Anfang an spielt, alle haben ihre Leistung gebracht. Aber das musste natürlich auch mit Zeit verbunden werden. Und die Zeit haben wir uns genommen, die Zeit haben wir auch genutzt. Und auch zum heutigen Spiel, ganz klar, muss ich sagen, waren 6 Veränderungen inklusive Torwart. Und es ist nicht so, dass ich hier nochmal eine Spielpraxis geben will, sondern die Jungs sind einfach sehr nah beieinander von der Qualität her. Und heute war vielleicht nicht die eingespielteste Mannschaft auf dem Platz, aber die frischeste Mannschaft.
und deswegen auch diese Wechsel. Das ist halt ein riesen Vorteil, wenn man einen breiten Kader hat von der Qualität. Da sind die Jungs hingekommen und haben heute unser Spiel, das was uns ausmacht. Gutes Pressing, gute Stelle, Umsteigmomente, trotzdem Ballbesitz haben, viele wichtige Entscheidungen getroffen, auch in Sachen Abschluss. Da sind wir gerade natürlich sehr, sehr effektiv. War eine Zeit lang gar nicht so, aber jetzt muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf die Jungs. Haben da auf jeden Fall bestimmt liefert und vor allen Dingen auch Druck auf die Beine immer gegeben, sodass der Gegner halt nicht so einfach ins Spiel kommen konnte. Man muss aber auch sagen, wir sind dynamisch hergekommen, wir waren eine ganze Saison lang. Zweiter Platz, Respekt auch davor. Klar, dauert es immer noch bis zum Schluss, aber sie haben auch mit Verletzungen zu kämpfen und auch ein Gründer, der auch da viel ausmacht, muss man so sagen. Aber insgesamt wollen wir uns darauf fokussieren, deswegen auch deine Fragen, die du gestellt hast, auf dem Platz. Wir wollen das Maximum erreichen. Die Jungs sind heiß, sie sind griffig, die haben Hunger und nicht nur jetzt beim Essen, sondern sie haben auch immer auch Erfolg. Wir haben viel gelernt aus der Saison und wollen jetzt am Samstag nochmal ein letztes gutes Spiel machen, um vielleicht ja, die Saison so zu krönen, wo keiner von gerechnet hat, dass wir da haben, wo wir landen, wo wir jetzt sind. Und von daher wollen wir das Maximum erreichen und ich freue mich schon am Samstag in 3 Tagen so unser letztes Spiel an. Bleibt gesund und nach Hause. Letzte Saisonspiel gemacht, fragen hier auch unter den beiden Coaches. Das ist nicht der Fall, dann vielen Dank, dass wir vorbeikommen. Das ist unsere Einreise. Und Markus auch, vielen Dank für deine Arbeit.